Hallo Seacrowds-Freunde, willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal hier bei Seacrowds, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und wir haben wieder ein paar Themen für euch zusammengesucht, die jetzt gerade erst vor wenigen Minuten hier auch auf der Wargaming-Seite erschienen sind. Es wird einen neuen Kampfmodus geben. Naja, nicht ganz neu. Wir kennen ihn eigentlich schon, aber er wurde verändert. Und wie folgt. Im Frühjahr 2019 kommt Wettrüsten wieder zurück. Ja, kennen wir schon. Wir hatten das schon mal mit Patch 079, gab es das schon mal. Und da konnten meiner Erinnerung nach T9 und T10 Schiffe gegeneinander antreten. Und da musste man so Zonen erobern, wo man geheilt werden konnte. Die Nachladezeit wurde reduziert. Oder. Ja, also das waren so drei verschiedene Sachen. Und diese Sache wird jetzt überarbeitet und es wird mehrere Sachen geben. Also was das genau ist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Wir haben euch darüber schon mal berichtet, dass es auf jeden Fall da noch weitere Anpassung geben sollte. Ich weiß nicht, Sekundärreichweite sollte erhöht werden. Irgendwie solche Sachen. Ja, wenn man da reinfährt, gab es eben einen Bonus. In der Vergangenheit waren es drei. Jetzt werden es dann mehrere verschiedene Bonis sein. Die Karte wird nur noch, oder dieses Gefechtsmodus wird nur noch für T9-Schiffe verfügbar sein. Und es werden nicht mehr 12 gegen 12 antreten, sondern nur noch 6 gegen 6. Auch sehr interessant. Und richtig interessant wird ja auch, dass im Frühjahr 2019 dann nämlich neue Flugzeugträger ins Spiel kommen, und zwar die britischen Flugzeugträger. Ist nicht ganz neu, ja, okay, wir haben darüber schon mal berichtet, gebe ich ja zu. Aber wir haben noch einen Boni für euch, den wir noch nicht erwähnt haben. Also, Frühjahr 2019 kommen dann auch die Flugzeugträger ins Spiel, wird jetzt hier geschrieben. Sie kommen gut voran bei der Überarbeitung und sind auf einem guten Weg. Und hier sind jetzt die britischen Flugzeugträger in der Vorstellung. Hermes, Furious, Implacable, die Audacious sind jetzt hier abgebildet. Und ganz lustig ist, auch da würden die ganzen Geschichten individualisiert, weil die britischen Flugzeugträger nämlich keinen Standard-Bombenabwurf mehr bekommen offensichtlich, sondern ein sogenanntes Flächenbombardement eingerichtet wird für diese Briten. Entscheidend dabei ist, dass ihr als Spieler dann aber weiter vorhersehen müsst, wo sich das Schiff befinden wird, wenn ihr die Bomben dann abwerft. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich 10 Sekunden vorhalten oder 5 Sekunden vorhalten. Das ist jetzt, wie gesagt, nur reines Gefühl. Ich habe da keine Vorkenntnisse, sondern ich lese einfach und gebe euch das wieder und meine Vermutungen dazu wieder. Ja, ihr habt einen größeren Bombenteppich, das heißt, ihr habt mehr Potenzial, dass ihr andere Schiffe treffen könnt. Aber es ist eben schwieriger, genau zu treffen, sozusagen, weil ihr einfach eine größere Verzögerung dann da drin habt und ja, einfach genau dann ahnen müsst, wohin der Schlachter abbiegt, möglicherweise. Und dann kommen wir zur größten Neuigkeit heute in der Flaschenpost. Die russischen Schlachtschiffe sind angekündigt worden, ebenfalls für 2019. Und ja, das ist das nächste große Highlight. Fangen wir direkt an und gucken uns die Bilder an, die jetzt gerade verfügbar geworden sind. Es gibt keine technischen Informationen, sondern es gibt erstmal nur rein optische Geschichten. Ja, das hier ist T3, die Knyas Suvorov. Entschuldigt, so gut bin ich im Russischen nicht, dass ich das hier ohne Probleme aussprechen kann. Ja, T3-Schiff, Dreadnought-Klasse, also Dreadnought-Bereich, sieht man sofort die Anordnung, die Art und Weise, wie das Schiff aussieht, ne, große Kaliber vorne, zwei Türme, zwei Rohre in der Mitte, eins, da hinten in der Ecke ist wohl noch einer, wenn ich das richtig vermute, und hinten ist dann nochmal ein Turm, also, ja, gleich, so, man erkennt sofort das russische Design, wie ich so ein bisschen finde, ist so ein bisschen angelehnt, ein bisschen an das britische durch diesen umförmigen Rumpf, aber sonst ist es so ein bisschen, man hat sofort das Gefühl, alles klar, das ist russisch und das nicht, weil da hinten der Hammer und die Sichel zu sehen ist, meiner Meinung nach. Das ist so, man hat ein gutes Gefühl, dass das gleich russisch sein könnte oder sowjetisch. Dann kommen wir zur T4, die Gengut, die dann schon in Richtung Oktoberrevolution zielt. Ne, wir haben 1, 2, 3, 4 Türme, A3 Rohre, aber die Brückenaufbauten sind noch nicht so hoch und die Türme sind, also die Schornsteine sind hier noch nicht so verwinkelt angebaut, sage ich jetzt mal. Ja, und die Sekundär sieht auch noch ein bisschen was anders aus. Also von daher, ich glaube, das ist dann diese Vorschiff, auf der die Oktoberrevolution so ein bisschen aufbaut. Dann, nächster ist der Piotr Veliki. Vorne zwei Türme, A2 Rohre, hinten zwei Türme. Wahrscheinlich ebenfalls mit zwei Rohren. Und ja, auch hier ist immer noch diese, ich sag mal, russische Front vorne zu sehen. Das zieht sich hier so durch. Ist bei dem Schiff noch so, ist hier auch noch so. Ja, also das ist dann T5.
Schlachtschiff. Ja, viel mehr kann man dazu noch nicht sagen. Noch ist hier die Sekundär in dem Rumpf mit eingelassen sozusagen und steht nicht oben auf dem Deck mit drauf. Wenn ich das richtig sehe, ein einzelner großer Schornstein. Sieht beeindruckend aus. Freut mich jetzt schon drauf, dieses Schiff zu fahren. Dann geht's weiter zur Ismael T6. Und das ist dann, ja, irgendwie doch eine Oktoberrevolution. Die Brücke sieht sehr ähnlich aus. Die Schornsteinform sieht, also ich sag mal jetzt, identisch aus. Die Türme 1, 2, 3, 4, wahrscheinlich alle mit jeweils drei Rohren ausgerüstet. Und ja, sekundär sieht ganz leicht anders aus, aber sonst ist da hier schon immer noch die russische Variante zu erkennen. So, und dann geht's weiter zu T7. Und das sieht mehr nach einer Fortentwicklung von der T6-Variante aus. Die Sinop, wenn ich es jetzt richtig betont habe, hoffe ich, haben wir nochmal eine neue Turmanordnung. Entschuldigung, muss mal ganz kurz husten. Da haben wir eine neue Turmanordnung und zwar haben wir vorne zwei Türme, drei Rohre und hinten ein Turm, drei Rohre. Die Schornsteine sind gleich, auch so leicht angeschrägt. Die Brücke sieht sehr ähnlich aus wie bei T6. Und ja, hier die Torpedowülze sind viel, viel länger. Also auch wenn man hier vorne vielleicht einen Torpedotreffer kassiert, heißt das nicht ganz so viel Schaden. Die Schiffe sollen eine sehr, sehr gute Panzerung haben und eine Menge Trefferpunkte haben. Also im Vergleich zu ihren Gegenüber, zu ihren Mitbewerbern der Klasse, könnte man sagen. Sollen sie da besonders herausragend sein? Ich bin mal gespannt, was der Nachteil bei den Schiffen sein wird. Brennen die vielleicht besonders leicht? Ist das Kaliber im Durchschnitt zu allen anderen Schiffen auf der Klasse kleiner? Könnt mir gut vorstellen, weil sie ja sehr viel hier an Bewaffnung haben. Ne? Also, wenn ich mir vorstelle, als T6-Schiff, ein Turm, zwei, drei, vier Türme, A3 Rohre, das ist dann schon, ja, ordentlich, sage ich jetzt mal, dass man da vielleicht im Kaliber ein bisschen einen Abstrich machen muss, dafür aber viel mehr aushält. Gut, geht weiter. Hier waren wir, Sinop. Und dann kommt Vladivostok. T8-Schiff. Erinnert mich so ein bisschen an die North Carolina, so im ersten Moment. Ja, vorne zwei Türme, drei Rohre. Hinten ein Turm, drei Rohre wahrscheinlich. Die Linien sind jetzt hier, ja, geglättet worden. Nicht mehr so ganz geschwungen. Es ist alles ein bisschen gerader, ein bisschen straighter. Hier vorne auch die, die Linie hier vorne ist einfach glatter geworden. Und ja, ich finde es sehr, sehr vielversprechend. Ich freue mich jetzt schon darauf, diese Schiffe dann, ja, zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, für mich springt so ein kleiner bisschen so ein Funken über. Merkt ihr vielleicht, ich bin begeistert, weil diese russische Atmosphäre setzt sich einfach gut über. Also die springt gut über von der Webseite hier auf mich so ein bisschen. Ja, finde ich total genial. Da sind die zwei Schornsteine ganz dicht beieinander. Und hier der Sekundärdeck, da kann man sicherlich noch ein bisschen was draufsetzen. Man sieht ja hier noch ein bisschen viel an Planken. Also da kommen wir dann bestimmt mit T9 dazu. Und so ist es. Ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgeluschert. könnte man sagen. Ja, hier ist das T9-Schiff. Die, ja, Sojus, Sowetski Sojus, so könnte man das nennen. Ja, vorne zwei Türme, drei Rohre, hinten ein Turm, drei Rohre. Gut dicht bebaut mit Flak und Sekundärbewaffnung wahrscheinlich. Ja, und auch hier ausgeprägte Torpedowülze zu sehen. Ganz klare Linie, erinnert mich so ein bisschen an die Moskwa, könnte man schon fast meinen, auch wenn es hier ein Schlachtschiff ist. Ja, und dann haben wir schon. Das ist hier noch ein Entwurf. Da gibt es noch kein fertiges 3D-Modell zu. Von daher, lass uns einfach überraschen. Ich finde es einfach nur geil, dass wir jetzt schon so eine Art Vorschau hier haben können. Dann kommen wir zur Kreml. Ja, und da ist leider kein Bild verfügbar. Da wird uns weiter, werden wir weiter auf die Folter gespannt werden, wie dieses Schiff dann aussieht. Aber auch da wird sich Wargaming wieder was Besonderes für uns einfallen lassen. Gut, und dann gibt es noch einen Boni. Und zwar gibt es ein Premium-Schiff angekündigt, die Lenin. T8-Schiff, ja, sieht aus wie die, ja, der T7-Schiff der Briten hier, der Feueranzünder. Oh, die Nelson, genau, das ist das Wort. Irgendwas mit N war mir gerade noch im Kopf. Die Nelson, wir haben drei Türme vorne, drei Rohre. Der dritte Turm kann nur schießen, wenn ihr leicht angewinkelt fahrt. Auch Torpedowülze recht ausgeprägt, ist bei der Nelson nicht so ausgeprägt. Aber sonst erinnert die N fast durchgehend an die Nelson. Die Aufbauten hinten sind ein bisschen kompakter, ein bisschen weniger aufgeräumt. Aber ja, das wird die Lenin werden. Und die Nelson ist ja bekanntlich ein T7-Schiff. Die Lenin wird ein T8-Schiff werden. Und ich bin sehr gespannt, ob das auch so ein Taschendrachen wird wie die Nelson. Oder ob die Russen irgendwie eine andere besondere Fähigkeit bekommen.
Ja, eigentlich haben wir ja Fackelschiffe schon genug im Spiel. Von daher, hoffentlich kommen jetzt nicht noch weitere Fackelschiffe ins Spiel dazu. Gerade weil die Russen ja auch mit ihren Kreuzern schon so eher Fackelschiffe sind. Und auch die DDs nicht ganz ohne sind. Ja, und das ist das, was wir euch jetzt erstmal zeigen wollten. Das sind die ersten drei Punkte. Russische Schlachtschiffe, britische Flugzeugträger und der neue Kampfmodus, der ins Spiel kommen könnte oder soll. Und dann kommen wir hier noch zur Belle Epoque. Und das erste Gute vorweg, ihr werdet nicht zusätzlichen Stress haben zu Weihnachten. Das Update oder mit dem Update 0712 kommt zwar diese Sammlung ins Spiel rein, aber es ist eine dauerhafte Sammlung und ihr müsst euch also jetzt nicht dann anstrengen, bis Ende Januar noch diese Sammlung fertig haben zu müssen und ihr könntet einfach genießen, diese Sammlung zu vervollständigen. Es wird vier Etappen geben sozusagen oder vier Bereiche geben, die ihr sammeln müsst. In jedem Bereich gibt es vier Elemente. Das heißt, insgesamt haben wir 16 Elemente unterteilt in die Adligen. Da gibt es dann hier verschiedene Abzeichen. Dann in legendären Namen. Ja, da ist dann hier zum Beispiel Henry der Vierte und so eine Sachen drauf. Also Briefmarkensammlung. Ja, dann gibt es Galionsfiguren, könnte man sagen. Von verschiedenen Schiffen, von der Albany zum Beispiel, von der Emden sind hier die Sachen da. Finde ich super genial, dass sich da wieder was ausgedacht haben. Die haben das Schiff einfach vorne abgeschnitten, in den Acryl gestellt, sage ich jetzt einfach mal. Und fertig ist der Lack. Finde ich aber trotzdem cool, das haben sie ja bei den britischen Zerstörern schon gemacht, dass sie da so thematisch die Tarnungsmuster in so einen Ständer gestellt haben. Fand ich auch geil. Und der vierte Punkt ist dann, irgendwie so Postkartensammlung, sage ich jetzt einfach mal. Da gibt es dann hier so die Schiffe der damaligen Zeit auf einer Postkarte dargestellt. Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts heißt dieser Abteil dann. Ja, cool. Und hier kann man dann nochmal so ein bisschen was zu diesen verschiedenen Abzeichen sehen. Prinz Adel Friedrich ist natürlich mit dabei. Queen Elizabeth hat ein Abzeichen. Imperator Nikolai. Und dann haben wir noch Duca degli Abruzzi. Da wird immer zu diesen bekannten Personen wird dann das Hauszeichen sozusagen dargestellt und ein bisschen was dazu erklärt. Dann gibt es hier die Briefmarken. Charles Martel als Briefmarke. Dann gibt es die Oleg oder Oleg als Briefmarke. Dann gibt es Henry den Vierten als Briefmarke. Und dann haben wir den großen Kurfürst als Briefmarke. Finde ich ja lustig. Also, dann kann man sich dann wirklich umgehend oder ja, umfassend belesen. Und dann geht es hier noch weiter mit den Galionsfiguren. Albany, die Warwick, die San Luis und hier die Emden. So, machen wir mal wieder zu. Und dann haben wir hier noch die Postkarten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die USS Albany komplett, also nicht vorne abgeschnitten. Dann haben wir die Warwick 1901. Dann haben wir die Mikasa 1902, also das Mini-Schlachtschiff der Japaner. Und dann haben wir hier noch die Jurien de la Graviere, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich bin nicht so gut im Französisch sprechen. Ja, 1903. Also kann man sich dann auch wieder sehr viel belesen. Wie kommt ihr denn an diese ganzen Geschichten eben ran? Ihr erfüllt Aufgaben. Und zwar kommt hier unten in den Events im Namen seiner Hoheit und in den und Aufgaben in der Kampagne der mächtige Prinz, also das ist der Feldzug. Dafür bekommt ihr Container, und zwar Container, die Gegenstände für diese Sammlung enthalten. Ihr könnt dann halt diese verschiedenen Abschnitte vervollständigen. Jedes Mal, wenn ihr einen Abschnitt vervollständigt, bekommt ihr einen Tag Warships Premium Konto. Achtung, Warships Premium Konto, nicht mehr Wargaming Premium Konto. Das heißt, der Premium Tag zählt nur in World of Warships und nicht in World of Tanks oder World of Warplanes oder weitere Spiele im Wargaming-Universum. Wenn ihr nachher alle Abschnitte vervollständigt habt, habt ihr die gesamte Sammlung vervollständigt und bekommt ein kleines Geschenk, einen Aufnäher und eine Preußenflagge. Also, coole Sache. Die Preußenflagge landet sofort auf Prinz Eitel. Passt da perfekt drauf, wie ich finde. So, und dann könnt ihr dann auch noch in den Containern Gegenstände finden. Und zwar Papa Papa, Signalflaggen 30 Stück oder Signalflagge Julia Charlie 5 Stück, Typ 3 Tarnung, Neujahrstarnung, frostige Tannentarnung oder Neujahrsluftschlange, jeweils 5 Stück. Dann gibt es natürlich wie immer Container im Store, die ihr kaufen könnt, wo ihr dann halt
zwei Gegenstände zur Sammlung habt und dann entweder Wimpel oder Signale. Also Signale und Tarnung. Entschuldigung, da ich mich versprochen habe. Ja, und das ist alles, was man zu der Sammlung im Moment sagen kann. Ich hoffe, das Video war wieder informativ für euch. Und wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gebt uns gerne weiter an eure Freunde, die uns vielleicht noch nicht kennen, dass wir da vielleicht auch mal ein bisschen weiter wachsen können und euch und auch eure Freunde weiterhin vollumfassend informieren können, was in World of Warships wirklich wichtig ist, wo sich geht, was es Neues gibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es euch geholfen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr zu den verschiedenen Themen so denkt. Wie findet ihr die russischen Schiffe? Was haltet ihr vom besonderen Bombenabwurf der britischen Träger? Und wie findet ihr den neuen Kampfmodus? Oder die neue Sammlung? Ja? Gerne alles da unten rein. Gibt's was wir als Kanal verändern, verbessern können? Auch gerne konstruktive Kommentare sind immer gerne gesehen. Auch unten rein. Ich lese 99,9% aller Kommentare und beantworte die in den meisten Fällen dann auch. Oder gebt mir Mühe, alle zu beantworten. So könnte man das besser ausdrücken. Alles andere hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Wenn ihr da draußen nicht nur Informationen bekommen wollt, sondern auch noch was mitnehmen wollt, was gewinnen wollt, dann macht doch schnell mit bei unserem Adventsgewinnspiel. Ich verlinke euch das ans Ende des Videos. Da könnt ihr dann raufklicken und euch das Adventsgewinnspiel-Video anschauen und dann da ein Schiff mitnehmen. Und zwar nicht irgendein Schiff, sondern ein Schiff eurer Wahl. Und das bis zu 50 Euro. Also könnt ihr euch ohne Probleme ein T8-Schiff, was ihr schon immer haben wollt, wünschen. Werdet ihr gezogen, ja, habt ihr Glück. Und werdet ihr als Zweiter gezogen, bekommt ihr ein Mega-Geschenk von uns. Und werdet ihr als Dritter gezogen, bekommt ihr ein großes Weihnachtsgeschenk von uns. Und vielleicht sind da dann hat derjenige dann auch Glück und kann da sogar noch ein Schiff rausziehen und ist quasi gar nicht Zweiter geworden, sondern hat ein anderes Schiff bekommen. Also von daher, ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen dritten Advent, eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wir sehen uns hier bei SeaCrowds im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Heute Abend um 20.30 Uhr gibt es noch weitere Sachen zu gewinnen. Da haben wir den Multi-Livestream mit Hurz am 15.12. 20.30 Uhr. Und da könnt ihr auch wieder Kontributoren-Container gewinnen und eben auch Weihnachtscontainer. Also seid dabei, schaltet ein und bis zum nächsten Mal. Euer SeaCrowds-Team, euer Macher. Ciao, ciao.